Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder da seid. Hier ist der Nils und weiter geht's hier mit einem Megaport-Video. Das ist dann der dritte Teil, nämlich sozusagen Fragen zum Megaport-PC. Ich habe ja hier vor einem Monat zwei Videos gemacht. Hier einmal Megaport, den ersten Teil vor 4 Wochen und dann hier den etwas längeren Teil. Und unter dem ersten Teil, da hat jemand eine, beziehungsweise sogar zwei Kommentatoren eine Frage gestellt. Hier mal auf Neueste. Nämlich, ich hätte eine Frage, welche Farben gehen einzustellen? Also welche Farben kann ich hier eigentlich einstellen? Und ganz komischerweise gleich am, ja, kurz davor ebenfalls nochmal eine Frage zu dem gleichen Thema. Wie ändert man bei diesem PC die Farben bei den Lüftern? Ich habe diesen PC selbst seit 5 Tagen, weiß aber nicht, wie man die Farben ändert. Bei mir sind sie grün. Okay, dann habe ich mir gedacht, okay, ich werde mich jetzt mal diesem Thema widmen, machen ganz kurzes Video. Und dieses Video, das schauen wir uns jetzt mal an. So, meine Damen und Herren, schön, dass ihr da seid. Jetzt sind wir hier am PC. Ich habe mal vorne das Glas abgemacht. Die Frage war also, wie kann ich hier vorne die Lichter ändern? Das spiegelt halt sehr stark, deswegen habe ich das Licht vorne mal abgenommen, dann könnt ihr das besser sehen. Ihr braucht zum Ändern der Lichter diese kleine Wireless RF Wireless Fernbedienung. Die ist mit dabei, die hat hinten so ein, kann man austauschen, so eine kleine Batterie drin. Und damit könnt ihr entsprechend ändern. Oben links könnt ihr alles ausmachen, das Licht. Ihr könnt den Van ausmachen. Dann gehen allerdings nur hier die äußeren aus. Klar. So, seht ihr das? Jetzt haben wir mal alles abgeschalten. Innen seht ihr, da läuft nichts. Jetzt kann man sie wieder einschalten. Also wer das mal ausschalten will, vielleicht weil in der Ton stört, obwohl das sehr, sehr leise ist, der kann das dann hier tun. Nicht ausschaltbar ist natürlich der hier auf dem Chip und auch unten bei der Grafikkarte. Die kann man nicht ausmachen. So könnt ihr eben entsprechend die Farben dann einstellen. R für Rot, G für Grün, B für Blau. Und dann könnt ihr das eben hier dann wieder einstellen. Hier so, ich mache so meistens immer so ein buntes Farbenrad. Und so könnt ihr dann jederzeit die Lichter ausstellen. Nachts zum Beispiel stelle ich die Lichter sehr gerne aus, weil da stört es mich dann ein bisschen. Da kann ich nicht einschlafen, wenn es hier dann immer so an ist. Aber man kann das Licht dann ausmachen. Und damit hoffe ich, euch weitergeholfen zu haben zum Thema, wie kann ich an meinem Megaport-PC die Lichter an- und ausschalten und auch gleich dazu noch die Lüfter. So, jetzt sind wir wieder da. Ihr habt es also gesehen. Ich gehe jetzt da nochmal ganz kurz drauf ein. Und zwar geht es um dieses kleine Teilchen hier. Das ist eine RF Wireless Fernbedienung. Ist ganz einfach. Hier oben könnt ihr eben entsprechend, wenn man da drauf drückt, dann müsst ihr immer einen Finger ein bisschen länger drauf lassen. Ja, also nicht klicken, sondern wirklich den Finger drauf lassen. Da könnt ihr alle Lichter ausmachen. Dann habt ihr die Lichter ausgeschaltet. Wenn ihr schon wieder anmachen wollt, drückt ihr einmal drauf. Da langt es, wenn ihr einmal kurz draufklickt. Van bedeutet, hier könnt ihr die entsprechenden Lüfter komplett ausschalten. Wie ich ja bereits im Video gezeigt habe, die ersten 4 auch hier. Den Finger ein bisschen länger drauf lassen, ein bisschen warten. Dann geht der Van aus und wenn ihr wieder drauf drückt, da langt ein kurzer Klick. Dann könnt ihr wieder einschalten. Mode Plus. Wenn ihr da mal drauf drückt, da ändert sich die Farben. Da müsst ihr den Finger auch drauf lassen. Da gibt es dann schöne Farbkombinationen. Ich sage immer so eine Disco-Licht. Ja, grün, rot, was halt da alles kommt. Dann Speed Plus, Speed Minus ist meiner Meinung nach, wenn ich drauf gehe, gehen die Ventilatoren ein bisschen langsamer. Da merke ich aber keinen großen Unterschied. Vielleicht ist das bei anderen Megaport-PCs dann ein bisschen anders, dass da auch die Geschwindigkeit noch eingestellt werden kann. Also ich merke da bei mir nichts.
Dann haben wir hier Menü Auto. Drücke ich da mal drauf. Da drehen sich die Lichter dann ein bisschen schneller. Das Disco-Licht, da habt ihr halt in diesem Farbkreis verschiedene Lichter, die ganz schnell hin und her gehen und immer wieder automatisch sich ändern. Dann haben wir hier Mode Minus. Da gehen die Lichter dann nicht ganz so schnell. So, dann haben wir hier Do-It-Yourself Plus Minus. Probiere ich hier mal aus, was da passiert. Da gibt es halt verschiedene Farben. Könnt ihr ausprobieren. Das sind eigentlich alles so Farbjustierungen. Auch dieses Add Do-It-Yourself oder Dell Do-It-Yourself. Da kann man eben diese Einstellungen vom PC wieder zurücknehmen, dass der halt die Farben hier ändert. Benutze ich eigentlich gar nicht so oft. Ja, ihr könnt zum Beispiel hier auf Do-It-Yourself Plus, da habe ich jetzt zum Beispiel hier ein Blau drin, so ein Art, so ein Hellblau drin. Dann W bedeutet, ihr habt ein weißes Licht, ganz klassisch, Rot, Gelb, Blau. Ah, wenn ich auf Rot drücke, kommt bei mir zwar Grün. Wenn ich auf Grün drücke, kommt Rot. Wenn ich auf B drücke, kommt Blau. Gelb funktioniert ganz gut. Also das ist dann hier unten. Da hat man anscheinend keine G für Gelb oder Yellow. Hat man halt nichts reingemacht. Bei Blau ist bei mir so eine Art Magenta. Und ganz, ganz unten rechts, da ist es bei mir eher wieder so ein Azur. Wenn ihr diese Fernbedienung nicht dabei habt, wenn ihr die vielleicht nicht dabei habt, weil sie einfach nicht dabei ist, dann ruft bei Megaport an und sagt, ihr habt einen PC gekauft, gebt die Auftragsnummer durch und sie sollen euch bitte kostenlos hier nochmal dieses kleine Teil hier zuschicken. Da ist hinten auch eine Batterie drin. Und falls ihr vielleicht einfach, vielleicht habt ihr sie auch übersehen, falls ihr sie übersehen habt, dann guckt nochmal in der Kiste nach, wo der PC drin war. Vielleicht hat man die aus Freude, dass man jetzt dass der PC angekommen ist und dass alles heil ist, dass man das einfach übersehen hat. Vielleicht hat man es auch irgendwo hingelegt, das Teil. Das geht ja auch mal schnell, dass einer sagt, was ist denn das, brauche ich nicht. Vielleicht ist es bloß Werbung oder so. Legt man es beiseite und jetzt kommt man drauf, aha, damit kann ich die Lichter ändern. Ja, das war's von meiner Seite aus. Also dieses kleine Teil hier, das ist also dazu da, die Farben einzustellen. Das war's von meiner Seite aus. Gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Wenn ihr weitere Fragen habt, dann schreibt sie einfach in die Kommentare rein. Ich kann nicht alle Fragen beantworten, weil ich einfach kein PC-Techniker bin. Aber vielleicht kann ja dann der eine oder andere, der das hier liest, beantworten. Ich bedanke mich für euer Interesse. Gehabt euch wohl, wo ihr mir seid. Lasst euch gut gehen. Bis zum nächsten Video.